Hey Leute, herzlich willkommen zu Dennis Korrekt, Club der Show 1088 am 26. September. Die neue Woche geht wieder los und ja, irgendwie ist es nicht so spannend gerade in Krypto, ja. Wir stehen bei Bitcoin bei 18.783. Seit 3 Tagen schwirren wir darum, es geht mal ein bisschen über 19.000 und also wir dümpeln gerade hier rum und es passiert nicht viel, aber bei den Devisen passiert ein bisschen mehr. Euro und Co., die sind irgendwie ein bisschen volatiler als Krypto. Ja, Spaß beiseite, natürlich nicht, aber da müssen wir mal kurz ein bisschen drüber sprechen, denn der Euro fällt zum Dollar auf ein 20-Jahres-Tief und das Pfund sinkt gegenüber dem Dollar auf ein Rekord-Tief. Ja, der US-Dollar ist einfach gefragt aktuell und andere Währungen sind einfach unter Druck. Der Euro sackte jetzt ab auf ein 20-Jahres-Tief. Aktuell stehen wir bei 96. Wir waren bei 96,3. Wir waren bei 95,4. Das ist echt schon krass. Und wenn es so weitergeht, ja, also wir hatten ja schon mal Anfang der 2000 waren wir bei 82. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Euro in den nächsten Monaten weiter verliert und das wird natürlich dann schwierig auch, ja, für die Leute, für die Menschen im Euroraum. Der Euro wird immer weniger wert, die ganzen Importe werden teurer, wir haben die Inflation, Gas, Strom und so weiter. Also kein gutes Zeichen. Auch britische Pfund, ja, ist auf den jemals, also auf den tiefsten Stand gerutscht. Auch das kein gutes Zeichen für Großbritannien und wir sehen einfach die Stärke des Dollars. Ja, viele Leute flüchten halt immer noch in den Dollar aufgrund der Krise, gerade auch von dem Ukraine-Konflikt profitiert der US-Dollar und die Energiekrise in Europa belastet natürlich das. Jetzt haben wir in Italien ein neues Parlament, so wie es aussieht. Ja, auch das wird wahrscheinlich für einiges an Wirbel in der Eurozone sorgen und ich bin gespannt, ja, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, früher oder später, der Dollar wird natürlich jetzt erstmal weiterhin stark sein, wobei hingegen ja Russland mit Sanktionen belegt ist und der Rubel natürlich hier die Gewinnerwährung ist. Nichtsdestotrotz, es wird der Punkt kommen, wo man nicht mehr in Dollar flüchtet, sondern in Krypto. Wann das so sein wird, ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube letztendlich unvermeidbar. Gucken wir mal zum Thema Krypto und ein Thema, was wir alle schon kennen, das ist Do Kwon, der Gründer von Terra Labs. Der hat ja im Endeffekt, ich sag mal, eine ziemlich heiße Story hingelegt. Wir alle wissen es, das Terra-Ökosystem ist gecrashed im Mai. Milliarden sind hier verloren gegangen und man hat in seinem Heimatland Südkorea einen Haftbefehl ausgestellt und jetzt wurde das Ganze an Interpol weitergegeben und jetzt gibt es eine sogenannte Red Notice. Das heißt, ja, dass die Polizei weltweit letztendlich ihn festnehmen kann und dann ausliefern kann nach Korea, wo er sich halt da verantworten muss wegen den Verstößen. Ich bin sehr gespannt, ob sie ihn kriegen, wo er ist. Angeblich war er in Singapur, was Mitte September noch gesagt wurde, da wurde er nicht angetroffen. Er hat natürlich dann auf Twitter und Co. gesagt, hey, er wäre überhaupt nicht auf der Flucht. Ich sag euch trotzdem nicht, wo ich bin, ja. Das war seine Aussage. Also schon irgendwie doch auf der Flucht und mal sehen, ob sie ihn dann erwischen. Und ich bin gespannt, wo sie ihn dann auch finden. Und sonst, ganz ehrlich, im Kryptomarkt gibt's eigentlich meiner Meinung nach jetzt nicht sehr viel News. Die Marktkapitalisierung steht immer noch bei unter 1 Billion, 921 Milliarden und in den Top 10. Auch da, ja, was soll man groß sagen, es passiert nicht wirklich viel hier in den Top 10. Die meisten Coins sind leicht im Minus. In den letzten 24 Stunden haben wir IOTA mit knapp 7% Kursplus. Top-Verlierer hingegen, das ist Terra Classic. LUNC mit knapp 20% Minus. Und die Woche, ja, mal gucken, was diese Woche jetzt noch so passiert, ob der Bitcoin sich ja doch wieder fangen kann. Man liest ja immer wieder doch ein paar bullische Artikel, dass wir jetzt Zeit haben oder es an der Zeit wäre für ein Reversal. Ob das wirklich so ist, ja, I don't know, ich sehe es aktuell noch nicht und bin gespannt, ja, was die nächsten Tage so bringt. Aber das war's von mir, kurzer Einstieg in den Montag und dann würde ich sagen, lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up
Und ja, komm in die Telegram-Gruppe, falls du noch nicht da bist. Ja, dann sehen wir uns hier auf YouTube wieder am Mittwoch. Bis dahin, wie immer, Maratude schwenkt den Hut. The zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! Give us a Bitcoin.